Hier an der asiatischen Küste der Türkei, unweit der Ägäis, liegt die archäologische Ausgrabungsstätte Troja. Der klassischen Mythologie zufolge ist hier der Schauplatz des Kampfes zwischen Griechen und Trojanern, den Homer in seiner berühmten Ilias beschrieb. Trojas Geschichte ist untrennbar mit den Helden verbunden, die in diesem Kampf fielen und nach einem speziellen homerischen Ritual eingeäschert wurden. Heute entführe ich Sie auf eine Reise durch Zeit und Raum. In Begleitung von Achilles, Hektor, Patroklos und Odysseus, den Helden des klassischen Altertums. Mein Name ist Philippe Charlier. Ich bin Gerichtsmediziner, Anthropologe und Historiker. Anhand magischer Stätten und lebendiger Riten möchte ich Ihnen die großen Mythen der Menschheit vorstellen. Für viele von uns ist Troja Schauplatz der Ilias, Homers epischer Dichtung. Doch Troja war vor allem ein Ort, der bereits ab dem 4. Jahrhundert vor Christus besiedelt war. Zwischen der Dorfgründung durch König Ilos und der Glanzzeit der hellenischen Stadt durchlebte Troja Kriege, Brände und Erdbeben, aber auch Phasen großen Reichtums, wie archäologische Funde belegen. Homer ließ sich bei seiner Beschreibung des Trojanischen Kriegs zwar von der Realität inspirieren, der historische Gehalt der Ilias ist jedoch bis heute unklar. Dennoch gilt Troja seit der klassischen Antike als eine der Städte, die unsere kollektive Vorstellung am stärksten geprägt haben. Was davon ist Mythos, was Realität? Ich begebe mich auf die Suche nach Indizien, um die Geschichte dieser Stadt besser zu verstehen. Unsere Reise beginnt in Istanbul, im Archäologischen Museum. Abseits des Trubels der Metropole treffe ich Alexandre Barali, der mich auf der gesamten Reise begleiten wird. Alexandre, hallo. Hallo, Philippe. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie sind als Forscher dem Französischen Institut für Anatolische Studien angeschlossen und leiten auch die archäologischen Grabungen am Schwarzmeerufer. Ist Istanbul so etwas wie Ihre zweite Heimat geworden? In der Tat, es gibt viel zu sehen. Lassen Sie uns gleich mit dem Archäologischen Museum beginnen. Ich folge Ihnen. Der Trojanische Krieg und seine Ortsbestimmung sorgten bis ins 19. Jahrhundert für Zweifel und Kontroversen unter den Gelehrten. Bis sich der Deutsche Heinrich Schliemann, Kaufmann und leidenschaftlicher Feldforscher, in ein faszinierendes archäologisches Projekt stürzte. Der Romantiker Schliemann hielt die Geschichte der Ilias für zu schön, um nicht wahr zu sein. Durch Schliemanns Grabungen schöpfte die gesamte Wissenschaftsgemeinde jener Zeit endlich Hoffnung, den Wahrheitsgehalt und die historische Richtigkeit der von Homer geschilderten Fakten überprüfen zu können. Nach seiner Expedition schrieb Schliemann ein Werk mit dem Titel Ilios, wie Troja in Homers Epos ebenfalls genannt wird. Jede Seite des Buchs beschreibt detailliert die Abläufe bei den Grabungen zwischen 1871 und 1882. Diese Vitrine ist gleich doppelt historisch. Sie zeigt Schliemanns Funde in der Stadt Troja. Diese Funde sind für uns der Ausgangspunkt unserer Forschungen auf den Spuren der trojanischen Helden. All diese Objekte stammen also aus der Zeit des Trojanischen Kriegs oder verschiedenen historischen Epochen der Städte, wie diese Keramikscherbe mit dem Eulengesicht, diese Becher oder Gefäße? Wir sehen hier eine Gesamtübersicht der Funde aus den neuen Siedlungen, die Schliemann im Laufe seiner Grabungen untersucht hat. Mit diesen Beilen wurden also womöglich Griechen ermordet? Wenn man den Trojanischen Krieg aus Homers Epos für wahr hält.
Alexandre, was bleibt von Troja heute noch? Schöne Überreste, die wir uns vor Ort ansehen sollten. Wir fahren nach Troja, 8 Autostunden von Istanbul entfernt, um auf Schliemanns Spuren zu wandeln. Was bleibt von den Helden, die dort kämpften? Was erzählen uns die alten Ruinen? Schliemann eröffnete vor über 130 Jahren eine Ausgrabungsstätte, die bis heute nie wieder geschlossen wurde. Alexandre, wie lange wird schon an der Stätte Ilios gegraben? Schliemanns Buch stammt von 1885, seine Ausgrabungen fanden von 1871 bis 1882 statt. Aber ich nehme an, dass die Stätte schon lange vor ihm entdeckt wurde. Sehr lange vor ihm. Die ersten Grabungen fanden zur Römerzeit statt. Wonach suchte man? Nach Schätzen? Vor allem nach Spuren des Trojanischen Kriegs, des Palastes von Priamos und nach Spuren von Häusern. Troja liegt strategisch sehr günstig, an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, mit einem Zugangsweg vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer, nämlich der Ägäis. Hat man den Ort deshalb gewählt? War der Trojanische Krieg also eher ein politischer oder strategischer als ein mythologischer Krieg? Schon zur Bronzezeit musste man Troja auf dem Weg nach Europa passieren. Wir sind hier. Genau. Doch später ließen sich die Äolier, ein griechischer Volksstamm aus den Nachbarregionen, zuerst in Troja nieder, um dann die gesamte Region zu beherrschen. Die archäologische Stätte Troja liegt auf einer 30 Meter hohen künstlichen Anhöhe namens Hisarlik, türkisch für Burghügel. Dort entdeckte der damalige britische Konsul Frank Culvert bereits 1868 antike Relikte. Er teilte seine Vermutung, dass hier das legendäre Troja begraben sein könnte, Schliemann mit, der 2 Jahre später die Hypothese belegen konnte. Schliemann entdeckte mehrere Schichten von Bauten über die gesamte Höhe des Hügels verstreut. Diese chronologische Schichtung der Stadt wird an einem Ort der Grabungen besonders deutlich. Das ist der große Graben. Der große Graben mit seinen diversen Schichten. Schliemann war ja kein Archäologe, sondern ein genialer Abenteurer, der eine fantastische Grabungsstätte anlegte. Doch die Archäologen, die ihm bis in die heutige Zeit nachfolgten, bestimmten genau die stratigraphische Abfolge der Schichten, die wir hier sehen. Wofür stehen die römischen Ziffern? 3, 4 bis hin zu 9 ganz dort oben? Jede Zahl steht für ein Besiedlungsniveau seit der Stadtgründung. Troja 1 entspricht dem Beginn des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung bis hin zu Troja 9 dort oben aus der Römerzeit. Welche Zahl entspricht der Zeit des Trojanischen Kriegs? Troja 7b2, das zeigt die Komplexität. Da liegen Knochen, sehen Sie? Die stammen wohl aus Aufschüttungen von Schliemanns Grabungen. Man sieht Wirbelkörper von Tieren, eine Rippe. Und das ist ein Zahn. Sehen Sie mal unter Ihrem Fuß. Oha, noch mehr Zähne. Das sind Zähne von Pferden. Sie lassen sich nicht datieren, aber es sind verblüffende Funde. Man steht auf archäologischen Überresten. Ein ungeahnter Reichtum. Diese monumentalen Stadtmauern umgaben einst das befestigte Troja und zeugen noch immer von seiner Stärke, seiner Unabhängigkeit und seinem Wohlstand zur mutmaßlichen Zeit des Trojanischen Kriegs, dem 12. Jahrhundert vor Christus. Wir haben es mit den eindrucksvollsten Festungsmauern zu tun, die je bei Ausgrabungen gefunden wurden. Als Achilles mit seinem Streitwagen vor Troja zog, stand er vor diesen Mauern? So kann man es sich vorstellen. Okay, aber wie hängen Realität und Mythos zusammen? Einerseits haben wir die Überreste, an denen wir entlang gehen, und andererseits Homers Epos, eine mythologische Erzählung. Beide Realitäten zusammenzubringen, erweist sich vor Ort als sehr schwierig. Moderne Archäologie. Diese Rampe ist wirklich riesig. Wohin führte sie? Zu einem der Haupteingänge der Zitadelle. Also zu einem der Stadttore von Troja? Einem der monumentalen Tore, die typisch für die Stadt waren. Über diese achteckigen Steine gelangte also womöglich das trojanische Pferd der Griechen nach Troja? Jedenfalls durch einen ähnlichen Eingang. Beeindruckend. Über eine solche Rampe gelangte das trojanische Pferd aus Homers Epos offenbar in die Stadt. In seinem hölzernen Bauch verbargen sich eine Handvoll griechischer Soldaten und gelangten durch diese List in die geschützte Zone, wo sie die Trojaner vernichteten. Die Stadt fiel
und der seit 10 Jahren andauernde Trojanische Krieg fand ein Ende. In der Ilias und der Odyssee liefert Homer detaillierte Beschreibungen von Begräbnisritualen. 700 Jahre später ließen sich die Griechen von den beiden Epen inspirieren und errichteten an Trojas Standort Heiligtümer, an denen Pilger ihre Opfer darbringen konnten. Die Stätte Troja ist auch ein Heiligtum, brachten die Reisenden und Pilger der Römer- und Griechenzeit, die auf den Spuren der Helden hierher kamen, hier Opfergaben dar? Legten sie hier etwas ab? Wir betreten gerade Trojas heiligen Bereich, den Ort, an dem sich ein Teil der Tempel und Altare befanden. Das und das sind also Altare? Richtig, die quadratische Struktur, die wir vor uns sehen, ist einer der Altare des heiligen Bereichs. Hier brachten die Bewohner oder Besucher ihre Opfer dar. Schliemanns Grabungen liegen lange zurück. Ist die archäologische Forschung in Troja beendet? Nein, die Grabungen wurden in den 1930ern sowie vor kurzem wieder aufgenommen und erbrachten tolle Funde. Hierzu gehören ein Teil der Festungsmauern und Funde, die man weit draußen in der Ebene machte. Sie legen nahe, dass Schliemann richtig lag mit seiner Behauptung, der sichtbare Teil von Troja sei nur das Zentrum einer deutlich größeren Stadt. Sollte sich das bestätigen, dann wäre die Stätte 13-mal so groß wie heutzutage. Der Autodidakt Schliemann hatte also recht? Er hatte vielleicht recht. Das 35 Kilometer von Troja entfernte Schanakkale ist die Stadt, die der Grabungsstätte am nächsten liegt. Schanakkale lernte schon bald, aus dieser Nähe Kapital zu schlagen. Jedes Jahr kommen Tausende von Touristen und auch die Filmwelt war bereits zu Gast. Das ist doch das trojanische Pferd. Genau das, das bei den Dreharbeiten zu Troja mit Brad Pitt genutzt wurde. Es ist heute auf einem Platz in Schanakkale ausgestellt. Çanakkale besitzt eine der größten Universitäten der Türkei. Die archäologische Abteilung ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre Forschung an der Stätte Troja. Die Archäologen der Universität konnten den enormen Einfluss von Homers Epos auf die griechische Kultur belegen. Und vor allem konnten sie eine Besonderheit griechischer Bestattungen nachweisen, die Heroisierung der Toten. Die Griechen übernahmen die in der Ilias beschriebenen Begräbnisrituale und benannten ihre riesigen Grabstätten nach ihren größten Helden. So nahmen die Toten die Identität von Achilles, Patroklos oder Hektor an. Ich bringe Sie zu Turhan Takaoğlu. Er ist Professor für Archäologie an der Universität von Çanakkale, der Leiter der archäologischen Abteilung und einer der größten Experten für das Troja der Hochantike, der Spezialist schlechthin. Mr. Troja. Danke. Danke, dass Sie uns empfangen. Das ist Philipp. Guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind Archäologe. Hat man anhand moderner archäologischer Analysetechniken neue Erkenntnisse über die Kremierungs- und Begräbnisrituale gewinnen können? Es gibt archäologische Belege zu den Begräbnisgewohnheiten des homerischen Troja. Belege aus der Zeit von Troja 7, das mehr oder weniger dem Zeitraum von Homers Epos entspricht. In Ithaka führte man nach der Bestattung der verbrannten Knochen verschiedene Rituale durch, die vor allem medizinischer Natur waren. Wir wissen jedoch nicht, was bei der Beisetzung Hektors geschah, da die Geschichte der Ilias direkt davor endet. Diese Knochen, die wir hier sehen, sind das vor allem Tierknochen? Sie stammen von Schafen oder Ziegen. Aber da ist ein menschlicher Knochen. Ja, wir haben auch menschliche Knochen.
Aber wir sind immer noch auf der Suche nach Spuren, die uns Aufschluss über diese rätselhafte Zeit geben, vor allem über die Zeit Homers. Das knüpft an Ihre Idee von den Gedächtnismarkern an, dass falsche Gräber gebaut wurden, um schon in der Antike die Realität dem Mythos anzupassen. Tatsächlich haben die Grabungen nachgewiesen, dass die meisten dieser Gräber erst sehr spät entstanden. Leider haben die letzten Grabungen bestätigt, dass Heinrich Schliemann recht hatte. Die meisten der Gräber stammen nicht aus dem Trojanischen Krieg, was zeigt, dass sich die Griechen einen Raum zu eigen machten, der mythologische Bedeutung hatte. Wenn Sie möchten, führe ich Sie zu den angeblichen Tumuli von Hektor und Achilles. Sehr gern. Wir folgen Ihnen. Gehen wir. Bitte. Ein Tumulus ist ein von Menschenhand errichteter Erd- oder Steinhügel, der als Grabkammer dient. In der Gegend um Troja im Skamandertal liegen eine Vielzahl von Tumuli. Es handelt sich um echte Grabstätten reicher Verstorbener aus der Antike, die mit den Namen legendärer Helden aus Homers Epos versehen wurden. Das ist aber ein neuer Weg. Wir bewegen uns hier auf den Überresten einer antiken griechischen Stadt namens Ophrineion. Hier hat man mit Grabungen auf der Suche nach Hektors Grab begonnen. Der Meerblick ist fantastisch. In der Antike war das sicher der beste Ort für ein Grab. Aber wo ist das Grab? Dort oben? Ja, dort ist das Grab. Wir sollten näher herangehen. Hier endete also die Ilias? Ja, hier endete sie. Wie Sie wissen, beschreiben die letzten Worte der Ilias den Bau eines Grabhügels für den Helden Hektor. In der Ilias schildert Homer die Geschichte eines Krieges zwischen Griechen und Trojanern. Immer wieder erwähnt er in seiner Geschichte Helden, die im Kampf fielen, wie Patroklos, Achilles, Ajax oder eben Hektor. Die Einäscherung und das Begräbnis von Hektor unter einem Tumulus setzen den Schlusspunkt der Ilias. Aber ist es logisch, ihn nicht in der Nähe von Troja zu begraben, sondern so weit entfernt? Viele große griechische Helden wie Achilles und Hektor mussten an den besten Orten mit der schönsten Aussicht begraben werden. Alle Reisenden der Antike, die die Dardanellen durchquerten, hatten also Gelegenheit, die Gräber von Helden der Ilias wie Hektor zu sehen? Ja, genau. Das gilt für Hektor wie für Achilles. Etwa 50 Kilometer von hier gibt es einen weiteren, ebenfalls gut sichtbaren Tumulus, der seit jeher Achillesgrab heißt. Hier liegen überall Keramikscherben. Der Boden ist übersät von archäologischen Überresten. Der Tumulus ist scheinbar nicht der einzige hier. Ich habe das Gefühl, man könnte hier überall noch Knochen finden. Dieser Achilles zugeschriebene Tumulus ist in Wahrheit das Grab einer reichen Persönlichkeit aus der Region. Die Bevölkerung setzte ihn posthum mit dem griechischen Helden gleich. Man sieht, dass hier Plünderer waren. Das ist ein großes Problem bei Grabhügeln. Die Dorfbewohner oder organisierte Banden versuchen, hier Schätze zu ergattern und plündern die Gräber. Damit zerstören sie den archäologischen Kontext. Die Gräber zu erhalten ist schwierig. Der Archäologe muss schneller sein als die Plünderer. Das gelingt ihm nicht immer. Alexandre, wir sind gerade den Weg gegangen, den auch die Reisenden und Pilger der Antike zurücklegten, wenn sie sich vor ihren Helden verneigten. Wir befinden uns in Küstennähe und in der Antike, vor allem in der Römerzeit, kamen Besucher hier an den Strand, stiegen den Hang hinauf, der sie zum Tumulus führte, und legten die Opfergaben nieder, die sie den weiten Weg bis hierher gebracht hatten. Hier auf dem Gipfel dieses Grabhügels hat man wirklich eine Rundumsicht, die mehrere Dutzend Kilometer weit reicht, sogar bis ans andere Ufer zu den Inseln der Ägäis. Es ist fast so, als stünden wir auf der Spitze der Cheops-Pyramide. Einfachen Bürgern war es in den meisten griechischen Städten verboten, zu imposante Gräber zu haben. Sie durften sich nicht hervortun. Doch dies ist ein außergewöhnliches Grab, das keinem einfachen Bürger gehörte. Die Griechen der Antike waren fasziniert von den Begräbniszeremonien, die Homer beschrieben hatte.
Sie ließen sich davon bis ins kleinste Detail bei ihren eigenen Bestattungen inspirieren. Auch das machte aus Homers Legende ein Stück Realität. Die von Homer beschriebenen Begräbnisrituale beschränkten sich nicht nur auf den Bau von Grabhügeln, es wurden auch spezielle Einäscherungsrituale geschildert. Dem Epos zufolge befanden sich die Scheiterhaufen der Helden stets am Strand. Die Landschaft hat sich seit der Antike deutlich verändert. Heute kann man nur noch schwer erkennen, wie die Küste einst aussah, an der Achilles und die Griechen landeten. Doch an einem dieser Strände stellten die Griechen ihre Biwaks auf und während der Kämpfe verbrannten sie hier ihre Toten. Boote und Schiffe waren also Seite an Seite mit den Scheiterhaufen, auf denen man die Toten verbrannte, direkt nebeneinander? Nach Homers Aussagen war der griechische Abschnitt recht schmal. Die Griechen führten also in der Nähe der Schiffe die Einäscherungen der Helden durch, die im Kampf gefallen waren. Und die griechischen Toten blickten auf das Vaterland auf der anderen Seite der Ägäis. Richtig, es bestand ein Zusammenhang zwischen den vor den Stadtmauern von Troja gefallenen Helden und Griechenland, das zwar weit entfernt, aber direkt gegenüber lag. In den Grabhügeln im Umkreis von Troja liegen zwar wahrscheinlich nicht Homers Helden begraben, doch sie zeugen von dem Wunsch, einer Legende Gestalt zu verleihen. In der Ilias waren die Begräbniszeremonien stark ritualisiert und sie dienten der griechischen Kultur als Inspiration. Indem man sich diese Rituale aneignete, wurde Homers Mythos Realität. Im 3. Jahrhundert nach Christus konvertierte Kleinasien zum Christentum. So endete in der Region auch der Bau von Grabhügeln. Darf ich probieren? Ja, sicher. Danke, wow. Das ist köstlich. Ah, Backgammon. Es gibt sogar eine Darstellung von Ajax, der mit Achilles spielt. Sie bitten uns an Ihren Tisch. Super, danke. Bei den Ausgrabungen findet man oft kleine Spielsteine und Spielbretter, aber die Regeln haben sich im Laufe der Zeit wohl verändert. Das hier ist also Achilles, das Ajax. Schon gesehen. Wer gewinnt? Im Moment gewinnt Schwarz. Die letzte Station unserer Reise führt uns wenige Kilometer von Schanakkale entfernt zu einem der wenigen Tumuli nach homerischem Ritual, zu dem man heute noch Zutritt hat. Der Tumulus, den wir jetzt besuchen, ist Dardanos zugeordnet. Er wurde im 5. oder 6. Jahrhundert vor Christus gebaut. Dardanos war der legendäre König dieses Ortes. Von ihm leitet sich auch der Name Dardanellen ab. Und er gründete auch die Stadt, in deren Nähe dieser Tumulus liegt. Großartig. Das ist die Grabkammer? Es ist der Hauptraum der Grabstätte. Muss man sich das Innere der Tumuli von Hektor, Achilles, Patroklos und so weiter genau so vorstellen? Die Gräber von Achilles, Hektor und anderen hätten auch so gestaltet sein können, aber das hier ist ein sehr aufwendiges Grab. Das später entstand? Ja, es entstand ab dem 5. oder 6. Jahrhundert vor Christus. Wann hat man dieses homerische Ritual aufgegeben? Im Jahr 333 erfolgte die offizielle Konvertierung zum Christentum und das Christentum verbot strikt die Verbrennung von Toten. Und besiegelte das Ende der Rituale.
Die Heroisierung der Toten wurde deutlich bescheidener. Die moderne Archäologie hat Homers Epos enträtselt. Es ist und bleibt eine Legende. Der Trojanische Krieg fand lediglich in der Ilias statt und in der Vorstellung der Reisenden der Antike, die versuchten, aus dem Mythos eine Realität zu machen.